Hallo Freunde, da es ist noch werden wollen und noch nicht sind. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten und das Jahr geht auch zu Ende und wir müssen mit Bedauern feststellen, es ist zu Ende. Das Jahr. Und daher werden wir uns nächstes Jahr ein bisschen mehr noch anstrengen, ein bisschen kontinuierlicher erscheinen, aber das wird sich alles noch herausstellen. Wir werden auch vielleicht mit ein paar Grafiken, die man nicht den Grafiker in seiner Unzuverlässigkeit brauchen, einbauen. Aber das werden wir uns gleich jetzt da anschauen. Und zwar gleich, jetzt und hier. Es erscheint in ganzer Schönheit unser Doc Random. Servus, mein Doktor. Long time not seen. Last time Servus, mein only lieber here. Baron. Naja, long time not see. Ich Naja, meine, du sollst three ja mal beim weeks, Gas nicht? lesen, Three ne? weeks. Naja, das ist aber schon lang her jetzt. Das ist ja schon das zweite 2 Wochen her. Das war 2 Wochen nach dem Gaslesen. Nach dem ersten, nicht? Tja. Ja, das sind schon mehr als 3, 4 Wochen, lieber Freund. Aber dafür haben Ja. wir dich ja letztens gehört. Teilweise auch mit Doppler-Effekt, wie du so schön sagst. Genau, ja, aber das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile herausgestellt, wo der Fehler liegt. Also, wie immer, der größte Fehler am Rechner sitzt Sitzt davor. 20 Zentimeter vor dem Schirm, ja. 20 cm nur. Na, drum bist du so groß Naja, heute. jetzt sitze ich ein bisschen weiter weg, damit du mich in voller Schönheit und der Pracht im Gesicht aufnehmen kannst, ne? In voller Schönheit und Pracht. Na gut, ja. Also das ist sehr gut, das bringt's auch, das hat's gebracht. Aber in Pracht, nicht? Aber ich sitze normal ein bisschen näher. Also es sind, bei mir sind es schon ca. 20 Zentimeter vom Schirm weg, kann man Ja, na sagen. gut, bei mir geht das auch noch für sich nicht so. Ja, es sind auch mehr als 20 cm, mit top, 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 top. 40 cm mindestens, 60. Naja, eine Tischplattenbreite, sagen wir mal, eine Naja, Tischplattenbreite. also ich sitze jetzt mehr als eine Armlänge weit weg vom Monitor, ja. Ja, dein Und Monitor ist ein bisschen tiefer wie wenn meiner. ich davor sitze, dann ist es circa eine Armlänge, also. Gut. Armlänge hin, Armlänge her. Es gibt Ja, was was gibt es Neues. Neues? Am Hardware-Sektor gibt es was Neues. Du hast gerade was erwähnt von Pearl. Die Firma Pearl, Bitte sehr. also nicht der Brillenhersteller, ja, sondern schreibt sich wie der Brillenhersteller, ist aber ein deutscher Technikversand, so wie der Polin, ja, hat ein neues Spielzeug und zwar eine 280 Grad Stereokamera, ja, mit der man quasi im Auto sein Auto absichern kann. So quasi in Zeiten, wo man eh schon die ganze Zeit spricht, man möge eine Blackbox ins Auto einbauen, damit im Falle eines Unfalles man genau weiß, wer jetzt wirklich was gemacht hat, würde ich sagen, ist das der erste Schritt. Es gibt auf ihrer Seite dann ein kleines Video dazu, wo sie beschreiben, wie du das im Auto montierst und was sie wirklich alles kann. Also ich muss sagen, wirklich beeindruckend. Es deckt, wenn man es richtig montiert, das komplette Armaturenbrett und die komplette A-Säule ab. Ja? Also wenn du normal schaust, siehst du die ganze A-Säule nicht, ja? Weil entweder musst du ein bisschen weiter nach rechts oder ein bisschen weiter nach links schauen. Ja? Und da siehst du aber wirklich die volle Bandbreite vor dir, was ist. Im Gegenteil, noch, wenn du am Kreuzungsbereich stehst, siehst du wirklich durch die Kamera in den Kreuzungsbereich hinein, besser als was du eigentlich als Fahrer siehst. Also ich finde das eigentlich als sehr gutes, nicht nur Gimmick, sondern ein gutes Teil, weil auf einer 32 Gigabyte Karten quasi alles mitgeschnitten wird, was du quasi siehst. Ne? Das heißt also, das ist eine Kamera, die eigentlich mit zwei Objektiven arbeitet, weil du sagst, das Genau, ja, Stereo. und wenn du die jetzt hinterm Rückspiegel quasi montierst, ja. Ja, aber da hat es doch irgendwas gegeben, dass das eigentlich nicht so erlaubt ist oder so. War da nicht irgendwas bei uns oder in Deutschland? Also, ich glaube, Also dass nachdem das. das in Deutschland vertrieben wird und Ja, dort einen vertreiben kannst du ja reißenden alles, was du. Absatz findet, ja.
Vertreiben kannst du ja alles, nicht? Aber ob es dann gesetzlich wirklich erlaubt ist oder ob er nur alle Augen zudrückt dabei. Weißt du, die Deutschen müssen sogar, wenn sie ein Radio wechseln, neu typisieren fahren, ja, also. Ja. Naja, gut, also das sollte man noch im Hinterkopf, wenn man, bevor man Das das sollte man im einsetzt. Hinterkopf behalten, aber ich muss sagen, also ich bin über dieses Teil gestolpert und muss sagen, mit einem Preis von in etwa 150 € ist das nicht einmal so teuer, ja. Ja, und weiß man, wie lange der mit einer 32 GB Speicherkarte da aufnimmt? Ich meine, kommt ja auf die Auflösung Du an. kannst das einstellen, entweder kontinuierlich, also wenn die 32 GB voll sind, dann fängt er wieder von vorne an und überschreibt er ganz einfach, ja. Das ist das eine, oder du kannst das einstellen, ob der jetzt in einem gewissen Zeitabstand immer wieder nur Fotos macht, ja. Hat der irgend so einen Beschleunigungssensor oder was auch drinnen? Das heißt, Er dass hat man. einen Bewegungs- bzw. auch Beschleunigungssensor drinnen, auf den er automatisch reagiert, ja. Ja, weil wenn er dann abrupt abbremst, dass er genau diese 20 Sekunden oder was dann aufnimmt, ne? Genau, ja. Aha, naja, das ist aber eine sehr gute Sache, finde ich. Also, ich muss ehrlich sagen, ich meine, der Pearl ist ja da manchmal wirklich, bringt ja Sehr Sachen aus. innovativ, Ja, ja. bringt ja Sachen aus. Ich muss ehrlich sagen, also. Auch noch ein Tipp für Weihnachten, die ja, wo das. Wäre auch ein Tipp für Weihnachten. Ein zweiter Tipp für Weihnachten wäre dann aber auch das neue Touchlet von Pearl. Das ist ein Zwischending zwischen Smartphone und Tablet. Ja. Touchlight. Ein sogenanntes Touchlet. Getouch mich und leit mich, oder was? Nein, naja, Ja. wurscht. Touch mich doch nicht. Ja, ist Wort, ich suche mir es aus. Ja. Ist ja nicht Suchst du das raus? Problem, dass wir ja Ja. nicht wüssten, wo das wäre. Ja, du weißt, wenn ich jetzt das auch noch aufmache, Nein, nein, momentan ich mach das schon. schreit meine CPU sind schon wieder feuer, ich bin rot. Ja, das ist Und dann tendiert er der dazu fett. Vor- und der Nachteil. Wenn man zu viel auf einem Rechner redet hat, Also das Große, was Sie jetzt haben, das ist überhaupt der Hammer, ja. Das Touchlet 7,85 Zoll Tablet PC mit Quad, also mit 4-Kernprozessor, GPS, UMTS und so weiter und so fort. Das kostet 199, ja. Die bravo. Kamera, entschuldige, habe ich falsch informiert gewesen, oder falsch Information weitergeben. Die kostet nur 99,90, ja. Na bravo. Fällt mir nur das Auto dazu. Genau, ja. Ist aber gut. Ja, ich muss ehrlich sagen, also immer ganz begeistert. Also, wenn man da genau schaut, sie schicken mir ja zwar immer diesen Katalog zu, aber Ja, irgendwie denn. habe ich so das Gefühl, da ist nicht alles drinnen. Nein, nein, eh nicht. Da sind nur die Highlights drinnen im Katalog, sonst Ja. nichts. Ja. Sie haben derzeit, warte, sie machen da eh irgendwo eine Werbung. Ich glaube, auf ein Stück weiter unten. Also, Oh, irgend so schreibst dann außer, wie Pearl.at. viele tausende Artikel du mittlerweile haben. Ja, also. Ja. Und du sagst es auch richtig, weil, wenn ich mir den Katalog anschaue, ich meine, da ist ja auch ziemlich viel Spielzeug drin. Egal, ob jetzt der Küchenspielzeug oder Spielzeug mit Helikopter ferngesteuert und so. Aber die Preise sind nicht schlecht von ihr, oder? Also da steht derzeit, sie haben über 21.000 Artikel. Das ist natürlich im Katalog nicht abdruckbar. Ich meine, wäre schon abdruckbar, dann wäre er dann so dick wie früher der Konrad-Katalog, wenn du dich erinnern kannst. Ja, oder der Ich Bauteilkatalog. habe, ne, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich nicht erinnern, weil das habe ich nie braucht, weil mir Oder fehlte das Verständnis dazu. Technotronik, Ja, der, das wenn ich ist. einmal im Jahr dann dort was eingekauft habe, dann habe ich gratis einen Katalog dazu gekriegt, der dicker war als das Wiener Telefonbuch. Ja, Also. die Technotronik war da auch immer sehr freigebig. Dort habe ich auch hin und wieder mal was gekauft, aber nicht im Elektronikbauteile, sondern eher. Aus dem Lichteffektbereich, so in den Disco-Zeiten, wo ich da noch irgendwas braucht habe, sprich ein Lichtzerhocker oder eine Nebelmaschine oder irgend sowas. Nicht? Ja, das geht. Ja, Lang, lang jedenfalls ist her. dieses neue Touchlet um 199,90. Ja. Ja, wie gesagt, du kannst mit UMTS gleich direkt rausfahren, aus Dual SIM kannst zwei SIM-Karten reinstecken. Bravo. Das heißt, du kannst auf Ja. zwei Aus der Netze telefonieren. kompakten Tablet-PC mit einem 7,85 Zoll High Definition Glass Display sind 20 cm Diagonale quasi. Ist der
Gibt 16 es, zu 9. Entschuldigung, wenn ich da noch frage, aber ist das, was hat das für eine Auflösung? Ist das in HD oder in 16 zu 9 oder was? 1024 mal 768 Pixel mit 16 Millionen Farben Oh, na, das ist im also 4 zu 3 ein Format, 4 zu ja? 3 Format, ja. Was unser Herzog ja auch immer sehr erfreulich findet. Ich weiß nicht warum, aber bitte. Ich bin ja eher für die 16 zu Ja, 9. weil ich finde das 4 zu 3 Format auch angenehmer, weil runde Sachen wirklich rund sind und nicht umgerechnet rund werden, ja. Das ist richtig, aber das ist das trotzdem wird man ja schon langsam unrund, wenn man 4 zu 3 hat. Es ist ein Vierkernprozessor Cortex A7 mit 1,2 Gigahertz, also 4 mal 1,2 Gigahertz in einem Telefon. Ich meine, ist ja nicht schlecht, ne? Ja, jetzt fragt sich nur, wie hoch der mit 1,2 GHz, aber was. Ich meine, wir wissen ja beide, Prozessorleistung ist das eine. Das Ja, Laufzeit ist rundherum das natürlich. andere, ja. Das rundherum natürlich, Speicherzugriff und solche Sachen, das sind ja dann wieder die anderen Sachen. Und wenn ich da natürlich dann schreibt sie das wunderbar, 4x1,2 GHz, aber wenn das RAM dann halt langsam ist oder die Grafik halt viel frisst davon, Na ja, ja, dann und ist ja ein das auch nicht gerade 1 GB schnell. DDR3-RAM. Ja, die. Der Benchmark bringt gigantische 13.312 Punkte, was immer das ist. Es gibt einen eigenen Benchmark dafür Ja. am Handymarkt. Ich habe mich mit dem noch nicht auseinandergesetzt. Das ist Android 4.2 drauf. Naja, ist doch gar nicht schlecht, also. Es ist das Google App Pack und G-Data Antivirus vorinstalliert. Du hast einen variablen Speicher bis 32 GB mit die Karten eben zum Tauschen, ne? Ja, gut, gute Sache, gute Sache. Der Lagesensor ist, glaube ich, jetzt ja eh schon überall schon Pflicht bald, ne, für Games und sonstiges. Ja, damit man mit den Beta umeinander wackeln kann, ne? Mit Genau. links, Du hast rechts, ein hinten, vorne. schnelles 150 Mbit WLAN, ja, drinnen. Was ist Du daran hast schnell? Bluetooth 4 drinnen, mit dem du quasi mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig kommunizieren kannst. Ja, Ja. wunderbar. Ich frage. State-of-the-art-Vierer-Standard. Und Frage zum WLAN. Was ist an 150 Megabit schnell? Ich meine, das N hat alle 300. 150 Mbit WLAN Das ist ist halber schon die N. schnell. Das ist also halber die N. Das N hat 300. Das AC hat 600. Es ist ein ganz normal klassisches IEEE 802.11 BGN, ja. Naja, aber Was ist das. schnell bei 150 Mbit? 150 Mbit ist im Prinzip nicht schnell. Richtig. Bei alter, mein Netbook, was ich habe, das kann nicht einmal 150, ja. Ja, na gut, ich meine, ja, es kann nicht einmal, was ich habe. Das ist nicht besser, aber ich meine, wir sind Aber jetzt noch naja, nicht. 150 Mbit WLAN finde ich heute Standard, ja. Na, ich finde das 300er Standard. Am Handy. Am Handy weiß ich nicht, aber Am das Handy ist ja ein sagst du mal Tablet. 300er, nicht einmal Apple hat das, ja. Ist ja ein Tablet, das ist ja kein Handy. Das ist ein Touchlet, das ist ein Handy und ein Tablet in einem, ja. Aha, gut, also es ist ein Handy auch noch. Gut, ja, das Ja, weiß ich habe ich schon, da aber ja mit der vorher gesagt. SIM-Karten, ja. Was Habe hat ja das für eine gesagt. Bildschirmdiagonale? Wie groß ist das? Eine 7 Zoll, 8 Bildschirmdiagonale von Zoll? 20 cm, das ergibt sich da 8 Zoll oder was? 7,85 Zoll, ja. Aha, ja, gut. Und das ist nur im Es vierten ist nicht Teil. klar, ja. Anschlüsse für HDMI, Micro USB, Hostfunktion Micro SD-Slot, 3,5 mm Audio, 6 Stunden Akkuleistung mit 4000 mAh Akku, ja, mit Naja, 3,7 Volt, ne. bravo. Es ist für die Gerätedaten, muss ich sagen, 6 Stunden im Die Vollbetrieb ist Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist eh sowas. wunderbar. Für 200 Euro bitte, Sag ich ja, meine. Preis-Leistungs-Verhältnis ist das eh wunderbar. Du kannst nicht die Leistung mit einem Retina-Display von einem 600 € iPad oder was Ja, erwarten, und da ist aber das Display bisschen aus Glas, ja, und nicht irgendein Plastikschaß, ja. nicht? Ja, das ist gut, aber das Retina-Display ist ja ausgelöst, ne? Ja, aber ich meine jetzt da, bei diesem Du meinst, Tablet, es wenn ich gibt da mir andere andere billige? anschaue vom Ja. Mitbewerb, ja, die haben dann irgendein Plastikschaß da drinnen, das spürst du da beim Greifen, ja. Ja. Naja, gut, ja, das Das ist ist. Glas, ja, Ja, das und hat ist. einen Aluminiumrahmen, ja. Ein Rahmen. Einen Aluminiumnamen und das ist kleiner als ein DIN A5 Block. Ja. Ja.
Sehr gut. Also, wie gesagt, beim Pearl wollte ich auch schauen, wenn das noch interessiert. Und nur muss man jetzt dann wahrscheinlich dann schon sagen, nur mit Express-Zustellung. Amazon. Amazon, wenn wir gerade bei den Versandhäusern sind. Amazon hat heute kundgetan, trotz den Streiks in Deutschland, sie geben eine Zustellungsgarantie auch für Weihnachten. Es steht in Ja, unserem ja. Teletext drinnen. Und zwar war man bis am 21., glaube ich, na, 21. Ja, 21. um 23:59 Uhr bestellt hat, kriegt man es auch am 24. noch zugestellt. Was, das hat die österreichische Post? Es war im österreichischen Teletext. Ob es die Post war, das muss ich ehrlich sagen, nicht. Nicht aber, ja. Also Wobei ich man weiß, sagen dass muss, unsere ein Post ist Bekannter von brav. mir bei Amazon letzte Woche was bestellt hat. Ja. Und laut Aufgabenummer ist es irgendwo, ja. Nur nicht bei ihrem daheim, ja. Ja, also da ist auch letztens wieder mal passiert. Wir waren zwar beide zu Hause und haben verzweifelt auf den Postler gewartet. Ja, und wenn dann meine Frau ins Postkastel gegangen ist, ist dort die Verständigung gestanden. Gegen den Postkastel wurde abgegeben auf Tür 2. Da denkt man, bitte warum nicht? Ja, das ist im Parterre, nicht die Tür 2. Das Postkastel Ja. ist einen halben Stock höher. Und mit Aufzug einen Stock weiter auf, jetzt vorne einen halben Stock wieder zurückzugehen mit so einer kleinen Backe. Ja, das war augenscheinlich den Herrn, der, wie man die Dame, die das freundlicherweise übernommen hat, gesagt hat, ein bisschen, glaube ich, aus Polen kommt oder so, war ihm wahrscheinlich ein bisschen zu mühsam. Er hat nämlich gleich gesagt, ich habe da noch ein Paket, können Sie da, kann ich gleich da lassen? Aber denkt, das nächste Mal schreibt bitte, die hat nämlich genauso wie mir keine Tiernummer. Und die Hausmeisterin auch nicht, kann ich mich immer entscheiden, ist jetzt eins oder zwei, ich brauche den nicht alle 3 Tage. Es ist natürlich die Nummer zwei, aber er schreibt halt die Nummer zwei drauf. Na gut, ja, und aber keinen Namen oder was. Ne? Also jeder kann gerne draufschreiben können, ob es mir da ein paar Brenner lassen oder so. Ne? Ja, und vor allem für was warten wir von 7 in der Frühjahr bis um was weiß ich, 3 Nachmittag, wenn der dann eh nicht kommt. Ne? Da gibt es noch ein paar Intelligenzbolzen, muss ich ehrlich sagen, Intelligenzbolzen. Weil, wie du weißt, habe ich meine Glocke nicht auf der Tür, sondern neben der Tür. Es gibt auch Leute, die Ja. neben der Tür Glocken haben. Die dreschen auf die Tür ein, bevor sie auf die Glocken drücken. Also da muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich schon die Welt nicht mehr oft. Ne? Da war ich Das noch sind immer rausgekommen. sicherlich die verkannten Kriminalbeamten oder Exekutivbeamten, die es halt nie geschafft haben in dem Bereich, ja. Ja, Weil gut. es gibt nur zwei, die klopfen, die Exekutive und der Exekutor, ja. Ja. Die permanent ignorant sind gegenüber jeglicher Klingel, ja. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man dann so ein Kind hat, man hat ja nichts gehört. Egal. Aber jedenfalls, also ich habe eh schon mal gesagt, so, ja, haben wir die Idee vielleicht einmal gehabt, dass man auf die Seiten schaut? So, wieso? Sag ich, weil dort der Knoten ist. Sag ich, wenn ich da drinnen bin und die haben die Tür, die Glocken höre. Ich da klopfen höre ich nicht. Der hat nicht einmal, der hat nicht einmal eingedroschen, das war einer von den ganz Schüchternen. Das ist das so? Sag ich, ja, und ich kann mir da wieder das Parken durch die Gegend zahlen und sie sind wieder oben. Nicht? Sag ich, so. Ja. Sag ich, was ist das überhaupt für ein Zustand? Um 6:45 Uhr in der Früh, ich habe so viel zu tun, ich habe früher angefangen. Sag ich, ja, cool, das ist eine super Sache, nicht? Sag ich, man. Ja, es ist nett, wenn er mal zu der Tür kommt, weil du weißt, bei mir kommt er meistens nicht zu der Tür, weil das sind 3 Stock ohne Lift und. Ja, das ist das Nächste. Nicht? Aber wie gesagt, bei uns hat er sogar einen Lift und er kommt dann einmal im zweiten Stock mit Lift. Also, das ist ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ich wollte rein, aber ich war dann schon so froh, dass ich das Parken gehabt habe, aber ich denke, ich schreibe da erst gar nichts umeinander. Oder tut umeinander tiefteln, weil das hat eh alles keinen Lack. Das hat Aber wieder. was ich vor kurzem draufgekommen bin bei Amazon, kann man jetzt auch bezahlen ohne Kreditkarte. Ja. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Ich habe immer, ich hab's Warum seit. sagt mir das keiner? Ja. Tja, warum nicht? Ich habe manche Kaufentscheidungen einfach bei Amazon fallen gelassen, weil ich vor Jahren wollte ich mal was kaufen und es kassen nur mit Kreditkarten, habe ich gesagt, Ja, dann nicht. Ja. ich muss ehrlich sagen, weil man direkt bei Amazon bestellt, direkt bei Amazon und nicht bei einem so Subhändler. Ja, das kommt immer dann drauf an. Was bei einem Subhändler bestellst, das ist einer, der was bei Amazon verkauft, aber selber der Händler ist und selber der Versender ist. Dann kann der seine eigenen Regeln machen.
Bei Amazon selber, ich kaufe jetzt da, glaube ich, seit, ne, lass mich nur mal nachdenken, seit 5 Jahren oder was bei Amazon. Ich habe da noch nie eine Kreditkarte gebraucht, ich habe immer nur auf Rechnung gezahlt. Also da ist, kommt da ein Ding mit, da kommt ein Erlaubnisschein und wenn du den vergisst, also vergisst, verschiebst ein bisschen, nicht? Nach einer Woche kommt dann das erste freundliche Anschreiben, also per E-Mail. Also da waren aber nie größere Sachen. Ja, na, na, ich hab's, weiß nicht, vor länger als vor 5 Jahren, Ja, irgendwann, kurz wie es in Österreich halt bekannt war, hätte ich probiert und da haben sie noch gemeint, Credit Card, ja, und habe ich gesagt, na, brauche ich nicht, wie ja. gesagt, bei manchen Subhändlern ist das noch immer so, ja. War ja bei Galileo Preis dieselbe, da haben sie einmal gesagt, Credit Card und seit kurzem, schaut mal, Österreich, ja, ohne weiteres, auch bei Lastschrift oder sonst irgendwas, ne? Ja, Also, warum nicht gleich, ne? am Anfang war ja das bei Pearl auch. Bei Pearl hast du ja am Anfang nur per Nachname oder mit Kreditkarten zahlen können. Auch bei Pearl zahle ich eigentlich per Rechnung. Also. Stimmt, ja, bei Pearl, die erste, was ich gehabt habe, war bei Nachname und das war mir zu. Das war so bei mir, als Erstkunde Erstkunde, genau. musste ich als per Ja, Nachname habe ich auch gehabt. bezahlen und dann konnte ich per Lastschrift bezahlen oder so, ne? Ja, was siehst du über dir? Nix. Gut. Na, ich betrachte nur meine hauseigene Spinne, die da im Eck sitzt, ja. Na bitte sehr, das hast du, damit hast du dann wenigstens keine Mücken mehr. Immer dasselbe. Genau, ja. Die Mückenabwehr. Spider-Man im Eck, naja, gut. Ja. Spider-Man im Weg, genau, ja. Ne? Aber ich bin, Was ich noch sagen wollte, von wegen der Pearl-Sache. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es vierfach Blu-rays gibt. Also, ja, also bis zu vierfach. Also es gibt Blu-ray-Beschreiber, die bis Ah, zu ja. vierfach draufschreiben Vierfach um 89,90 mit können. SATA-3-Schnittstelle, ja. Ja, genau, so auf die Art. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das bei Blu-ray-Brenner kann, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich muss man immer viel mehr updaten nachjagen. Du hast Aber. einen Blu-ray-Brenner, Kapitalist. Ja. Ja. Nein, ich habe mir Hab ich. sowas nicht geleistet bis Ja. jetzt. Also. Der DVD-Brenner, das sind diese mit den, die was dann auch die DVDs gleich beschreiben können. Also diese. Aha, dieser, wie heißt das? Weiß Lightscribe, ja? jetzt nicht, ja. Lightscribe, ja. Habe ich im Notebook Und da. wie ist das Lightscribe? Ich habe das noch nie angewandt, ja. Ja, es Ich, ist das nicht. könnte meiner auch, ja. Es ist nicht schlecht, du brauchst natürlich entsprechende Medien und ein bisschen Zeit. Weil der braucht natürlich auch wieder 30 Minuten, bis er da drauf gescrabbelt hat, je nach Auflösung. Ich muss ehrlich sagen, man muss halt Lightscribe-fähige Medien machen, kaufen, weil Aha. die Rückseite dann auch anders beschichtet ist. Aber für irgendwelche Sachen, wo jetzt da drauf schreibt, wunderbar, Backup 38 oder was, ist das eine super Sache, finde ich. Ich brauche keinen Drucker mehr. Ich habe einen Drucker, Kanon extra da gekauft, den IP3000, nicht? Der hat so einen Also der dann Einsatz, die. der hat so einen Einsatz, da kannst du die printfähigen Werbeteams oder was da reinlegen, nicht? Und da kannst du natürlich in Farbe drauf drucken, nicht? Ja. Lightscribe gibt es auch übrigens beim Pearl relativ gut, die Ja. DVDs und auch in verschiedenen Farben. Das heißt, du kannst dann einmal eine blaue DVD nehmen und aufbrennen wird natürlich immer nur in Schwarz. Ne? Also da, Ja, und wie ist die Schriftbild? Schriftbild, das ist ja hervorragend, ich muss ehrlich sagen, kann mich nicht, also kann mich nicht beschweren. Ja, Gibt es eine eigene bei mir ist Software? es so, wenn ich irgendeine CD brenne oder DVD brenne, meine Klaue. Ja, da, also die Software, es gibt eine Software, Lightscribe-Software, die kannst du aus dem Internet runterladen. Die geht eigentlich für alle. Und die hat zigtausend verschiedene Schriften und Grafiken und da ein bisschen was und dort ein bisschen was. Also mit dem kannst du wirklich alles total einstellen, wie mit einem Druckprogramm. Also wenn Aha. du es etwas größer willst, nimmst du eine größere Blockschrift oder eine kleinere verschnörkelte Schrift oder schreibst drauf Weihnachten 2013. Video von der Großstrumpftante oder so irgendwas. Also das geht, und das kannst du natürlich auch in Gras schreiben lassen und alles Mögliche. Also das ist schon wirklich. Ja, machst du halt so mit den
Labeldrucker auf DVD machen kannst. Also es gibt, man braucht nur bei der Tante Gogel, dass du immer sagst, der Gogel, Ja. braucht man nur eingeben, halt Lightscribe Software, glaube ich, und das müsste jetzt so finden sein. Ich habe mich allerdings schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich schreibe fast keine DVDs oder mehr. Naja, wie du weißt, mache ich ja für einen gemeinsamen Bekannten Ja, jetzt das, so ja. Eine DVD, das war natürlich ein schöner Zug, ja. ein Dings. Bin jetzt momentan noch dabei, auf gewisse Dinge für ihn extra zuzuschneiden, weil ja, so einfach wie sich der Ding vorgestellt hat, geht es auch wieder nicht. Na, Ja, aber er hat ja. sich gar nichts vorgestellt, weil er ja das nicht weiß, wie es geht. Ne? Daher haben wir Ja, ja den aber Spezialisten na wenn, beauftragt. dann möchte er alle Ubuntu-Versionen auf einer DVD haben Das wird sich ein bisschen und schwer ausgehen. Ne? es geht sich aus. Ich bin jetzt gerade dabei, diese Images in ein Image Gut. zusammenzuführen und je nachdem, was er dann will, wird dann installiert und nicht. Es ist halt etwas umschreiben, ja, Ja. damit er sich auf einer DVD ausgeht. Ne? Ja, okay, sehr gut. Also, man kann es ja auch da tun. Also, so teuer Na, sind na, diese DVDs ja ja. nicht. Es soll sich ja Ja, dann, von einer Button, ja, okay, ich weiß. na, nicht booten, sondern er soll sagen, die wir haben und die wir installiert haben automatisch und. Gut, das ist Image-Sache. Werden wir jetzt momentan nicht klären können. Was war das, was jetzt da aufgefallen ist? Ja, abseits von dem Versandhandel, der eben, wie gesagt, also augenscheinlich da noch weiter funktioniert. YouTube, wir sind ja auch auf YouTube. Das Content-ID-System scheint außer Kontrolle, sagt das Wien Future. Ja, vergangene Woche hat die Videostreambreite von YouTube begonnen. Per sogenannten Content-ID-Match gegen vermeintliche Copyright-Verstöße vorzugehen. Betroffen sind vor allem Macher von Let's Play-Videos, aber nicht nur diese. Seit etwas mehr als einer Woche halten viele Betreiber von Multichannel-Networks, MCN, angeschlossenen Let's Play-Kanalen auf YouTube Nachrichten, dass ihre Videos gegen Urheberrechte verstoßen. Diese Takedowns stehen vor allem im Zusammenhang mit Musik. Die Spiele-Publisher sind dafür meist nicht verantwortlich. Es schaut also vielmehr so aus, als würden manche Rechtebesitzer aus der Musikindustrie hier eine eher dubiose Geschäftsidee wittern. Besonders häufig fällt der Name Ind Music. Nach eigenen Angaben ist das größte Musiknetzwerk auf YouTube. Seit der massiven Ausweitung des Kennens im Rahmen der Content-Idee melden sich aber auch, was da jetzt so, immer häufiger unabhängige kleine Entwickler, gegen die fälschlicherweise vorgegangen wird. Wie Kotaku berichtet, erwischt es nun Terry Kavanagh, den Schöpfer des Plattformers www oder www, weiß ich nicht, dessen eigener Trailer wurde beanstandet und das, obwohl keine lizenzierten Musikstücke darin vorkommen. Ich muss dazu sagen, auch uns hat es in einem Fall getroffen. Ich habe bei dem Video zur Messe, zur Modellbaumesse, zu den Impressionen eine Musik darunter gelegt. Und zwar ist es eine lizenzfreie Musik, die hat sogar im Rahmen eines Gesprächs auf TechPass.net der Hersteller hat gesagt: Bitte, also alle, die heute zuschauen, die können sich das runterladen, das ist eine komplette CD, ja, und die ist lizenzfrei. Ihr könnt sie verwenden auch für Videos und für alles, ja. Die haben die Musik gehört. Wir wissen, man muss ja bei YouTube beantragen, dass man irgendwelche Werbungen geschaltet kriegt und dann entscheidet YouTube ja oder nein. Und auf einmal ist gestanden: Hallo, wir brauchen von Ihnen eine schriftliche Bestätigung, dass dass Ihnen die Musik und alle Rechte gehören. Also denkt man: Hallo, was soll das? Ich meine, ich habe das aufgenommen, ich habe eine lizenzfreie Musik drauf kopiert. Nicht? Da denke ich, bevor ich jetzt den erst anschreibe, mir der wieder schreiben muss, dass ich die lizenzfreie Musik, dann 6 Wochen lang kann ich das Video nicht. Da habe ich gesagt: Gut, dann darfst du es nicht monetarisieren, wenn du es nicht monetarisierst, also wenn es das keine Werbung von ihr hat, dann haben sie kein Problem damit. Es geht ja nur, dass sie im Drucker dann sitzen. Ich beziehe meine Musik, ja, von Jamendo.com, ja, wenn ich eine Musik brauche, ja,
Das Das geht jetzt nicht, Einzige, ja. was Jamendo fordert, ist, dass du im Abspann, wenn du diese verwendest, Ja, nicht einmal das hat der gefordert. Ja, die, wer nein, ihn. nein, du brauchst nur verweisen auf die CC-License, ja, also auf die Common. Wie heißt es jetzt ganz genau, dass ich da nichts Falsches sage? Ja, na, die Open-Lizenz, die CC. Genau, ja. Und dann kann derjenige, der dann meint, dass er dich jetzt einklagt oder wie auch immer, ne? Servus leise sagen, wie man so schön sagt, Beim ne? Abschied. Na, genau. Aber da Ich gibt es habe noch dir einen den Link weiteren. geschickt, ja. Dankeschön. Gemendo.com.de, ja, sehe. Dort gibt es wirklich eine Fülle an Musik und jeglicher Stilrichtung, ja. Ja, das ist sehr gut. Aber warte, ich will da nur, ich möchte da nur zum Ende kommen. Da gibt es noch ein Beispiel vor. Ein weiterer Fall betraf den Komponisten eines Assassin's Creed 3 Musikstücks. Int-Musik ließ per YouTube dessen eigenes Werk vom Netz nehmen. Es geht wie so oft vor allem um eins, das Geld. Denn mit den Content-ID-Maßnahmen wird den YouTubern die Möglichkeit zur Monetarisierung genommen. Meist reichen dafür Musikschnipsel mit nur wenigen Sekunden. In einem kurzen Beitrag hat der Kotaku eine Nachricht von YouTube veröffentlicht. In dieser verteidigt man die Content-ID-Maßnahmen und verweist auf zum Teil komplizierte Rechteverhältnisse und empfiehlt Betroffenen für die Zukunft unter anderem die Hintergrundmusik abzudrehen. Naja, auf die offenbar am Trittbrett fahrenden Copyright-Trolle geht man hingegen kaum ein. Man verweist bei solchen Fällen auf die Möglichkeit, einen Einspruch einzulegen. Das heißt, im Endeffekt sagt der YouTube, uns ist das wurscht, bitte trage halt die Musik an. Oder wir haben ja auch eigene Musik, also bei den Nachgestaltungen des Videos kannst du ja eigene lizenzfreie Musik teilweise erwerben, teilweise auch nicht. Warum man sich das da einbringt? Da bei dir? Aha, weiß ich nicht. Hallo. Warum ist diese Leiste da unten? Ich habe jetzt nicht gerne in Leisten in meinem Bild sind. Ich sehe es nicht. Ja, ich sehe da bei dir eine Leiste unten, diese Leisten im Bild unten, was du im Output schaust, also bei dir im Stream, der reinkommt. Ja, naja, das Ja, ist ich ja schon sehe jetzt wieder. eine Leiste, warum die da ist, Das weiß dürfte halt schon wieder irgendwas sein. Ich habe da jetzt da so eine blaue Sprechblase unten links, keine Ahnung, wie der Leisten. ja. Ah, ja. Naja. Naja, weil du mir was geschickt hast, dann braucht er natürlich auch Zeit, bis er das wieder ausblendet. Ach Ja. so. Also, YouTube, um zum den zurückzukommen, sagt er so, naja, das ist uns wurscht, das macht sie bitte mit denen aus. Jetzt musst du mal zu denen erst einmal kommen, weil die wissen sehr schnell, wie du bist, aber die verstecken sich ja hinter irgendwelche Postfacheln, nicht? Und Genau, sagen, ja. ja, bitte danke, aber zahlt halt, dann geht ja das eh, nicht? Zahlen, zahlen, zahlen. Ja. Ja, so weit, so gut. Also, die reden schon wieder im Gras. Ich habe andernorts auch gehört, dass selbst die Spielerhersteller mit diesen Let's Play-Sachen auch nicht einverstanden sind. Bei mir wird die doch gefeuert irgendwo. Ja, und, die Feuerwehr rückt wieder aus. Naja, dass die auch nicht damit einverstanden sind, weil es ja kostenlose Werbung für die dann in einem Spiel. Es gibt ja sehr viele Leute, die spielen ja ganze Spiele auf YouTube durch, ja, und andere schauen da zu. Und es sind sehr viele dabei, die sagen, ja genau, dort bin ich hängen geblieben. Wenn ich jetzt da weiß, wie dann spiele ich das bei mir auch so. Kommt dann weiter, Spiel ist Ja, fertig, kaufst das stimmt. Auf der nächste. anderen Seite leidet dann die Industrie der Lösungsbücherhersteller, die ja meistens ja auch wiederum Ja, dem. den stellen, glaube ich, heutzutage eh nichts mehr her. Weil, wie Doch, gesagt, doch, das. doch, doch. Ich habe geglaubt, ich war das letzte Mal im Mediamarkt, ich habe geglaubt, die spielen 100.000 Bücher über WoW, wie man wie, was, wann spielt. Ja, hallo, ich meine, gerade beim WoW, da. Wenn du das nicht weißt, dann fragst du jemanden, ob er da gegen ein bisschen virtuelles Gold dich da durchzieht, dann weißt du das nächste Mal, wie es das zum Spielen hat. Gell? Muss ich ehrlich sagen, da ich meine Aufmerksamkeiten bei den Besuchen in diversen Media und anderen Märkten nicht auf den Bereich Spiele lenke. Ja, ich schaue halt vorbei, weil es so schön bunt ist, aber und für mich kommt eigentlich eh nur in Frage und da ist mir dann eh meistens der, da schon erinnert die wiederveröffentlichten von der PS3 oder was eine. Ja, aber mein Gott, so oft spiele ich nicht, so viel spiele ich auch nicht. Ein paar Spiele kann man sich immer noch vom PlayStation-Netzwerk runterladen, also da muss ich ehrlich sagen, also ist es.
Eingeschränkt, eingeschränkt. Es Außerdem ist gibt er ja nicht sehr diese. viel, was ich spiele. Das eine ist WoW, ja, okay, da habe ich Ja. meinen Bezahl-Account, dann spiele ich ab und an Rift, ja, das Ja, ist hast du eh sowieso schon mal erwähnt, Free-to-Play. ja. Puh, was habe ich noch? Gothic, ja. Ja. Aber gut, da habe ich bis auf den Vierer habe ich alle mal gekauft, ja. Mit den Add-ons, aber immer nur dann, wenn sie schon verbilligt waren, ja. Ja, gut, das haben wir eh schon mal erörtert. Ja, da bin ich also. Aber ich muss ehrlich sagen, also diese ganzen Märkte sind ja auch wieder, ich war unlängst auf der Suche, weil wenn da in der Millennium City, wenn es da nach einer Speicherkarte, man denkt, eine Speicherkarte, USB-Speicher, Speicher, das gehört alles zusammen. Ja, das USB-Speicher sind bei den Computern, die Speicherkarten sind ja auch ein Stück drin, im letzten Eck unten bei den Kameras und beim Ja. Fotoapparat. Ja, also weiß ich auch nicht, wie so vorgegangen wird, also ich bin da ein bisschen im Gras gerät, aber was soll's. Na, du brauchst das meistens bei Kameras etc. eher, als wie du das beim Computer brauchst, Ja, ne? aber du brauchst es ja zum Beispiel auch bei Speicherkarten für die Tablets, für die hey, ne? Das ist, das sind halt Ja. Kameras und Handys und so, also du brauchst es halt auch. Gut. Ja, und dann fragst du, was sind die verschiedenen? Ist es besser, wenn ich mir jetzt eine Speicherkarte mit einem Faktor 10 kaufe, oder ist es besser mit einem, dann schaut er die an und sagt, naja, je kleiner die Zahl, desto besser, dann könnt ihr ihn schon wieder wiegen, ja, Das weil je stimmt ja nicht, kleiner der nicht? Weil Zahl, desto schlimmer wird die desto schlimmer Übertragung, ist die ja? Übertragung, nicht? Das ist ja immer das, wo man bitte aufpassen sollte, bitte Leute, ja, genau, siehst du, das wollte ich eher sagen. Von wegen, ein Einkaufstipp oder Geschenktipp sind für alle Leute, die was Tablets haben, die was Handys haben, irgendwelche Notebooks, MP3-Player oder so, Speicherkarten, auch für Fotografen, sind bestimmt ein Schneller. guter Geschenktipp. Ja? Jetzt zum Beispiel, ob morgen oder so oder ob heute, was haben wir heute? Haben wir heute schon Donnerstag? Nein, Mittwoch haben Heute wir. haben wir Ja, Mittwoch. da ob morgen gibt es beim Hofer eine Speicherkarte mit 32 GB von, glaube ich, SanDisk, nein, ich weiß nicht, mit einem Adapter, weil heute gibt es ja schon ganz kleine Speicherkarten und jetzt haben wir aber viele noch die Ja, normalen die Micro Standard. SDHC, Genau, ne? genau. Mit Adapter um 1990. 1990. Ich konnte noch nicht herausfinden, was das für ein Glas ist. Es ist nur schön abgebildet, es gibt ja irgendwo ein C, aber ob das jetzt Glas 4 ist oder Glas 10. Na, Glas 10 wäre natürlich optimal, ne? Ja, gut, ich muss ehrlich sagen, und das halte ich eigentlich auch nicht so, das halte ich auch nicht so für unwahrscheinlich, dass das ein Glas 10 ist, weil, wie gesagt, ich habe beim Saturn halt für unsere neue kleine Reporterkamera Glas 10-32 kostet 24,90. Also, wenn die beim Saturn 24,90 kostet, natürlich kriege ich auch eine Scandisk Extrem, Ultra Extrem um 64 Euro. Ja? Das sind dann noch schneller, weil viele Leute sagen halt auch im Bereich der Fotografie, was brauche ich so eine schnelle Kamera? Ich sage nur, denken wir einmal an Sport, an Serienbildaufnahmen. Ja, also, da brauche ich eine schnelle Transferrate, damit es aus dem Speicher wieder raus auf die Karten flutscht. Nicht? Also auch Also um da. 16,99 per Stück steht es da in der Ja, offiziellen genau. Hoferwerbung. Ab morgen, es steht ja wirklich nicht. Also, ich habe das nicht eruieren können, aber ob das jetzt. Ich schätze mal, bei diesem Preis wird es wahrscheinlich ein Glas 4 sein. Ja. Wie gesagt, das ist 6 Euro billiger als der Normalpreis von einer Scandisk. Also, so viel ist da nicht und das ist ja auch Angebot. Also, da nehme ich durchaus an, dass das ein Glas 10 ist. Weil sonst wäre das eigentlich kein Riss, weil ein Glas 4 mit 230 GB, ne, da kriege ich eigentlich um 12,90 beim Libro. Habe ich gesehen, Ja. nicht? Weil beim Libro bitte aufpassen, beim Libro sind alle Karten schön in Plastikschachteln eingeschweißt und es sind zu 99%, ich habe glaube ich eine einzige Glas 10, die kaufe ich mir dort nicht, weil da zahle ich 65 Euro. Ja? Glas 10 Karten, alles andere sind Glas 4. Das ist wirklich, da muss man wirklich aufpassen, weil es hat ja keinen Sinn, wenn man jemandem schenkt, das, wo der dann sagt, ja, da freue ich mich, wenn du so einen Scheiß hörst. Ne? Naja, für die MP3-Sammlung gehen es Die noch mit Glas 1, MP3-Sammlung ging ne? ganz noch, für Handys ging ganz auch noch. Ich meine, wir sind eh
Neben mir sind eh zwei Herren gestanden. Ja, die haben gesagt, naja, 8 GB, das reicht vollkommen. Na, was willst du da drauf aufnehmen? Naja, fürs Handy, fürs Dings. Und ich habe gedacht, ja, dann ist okay. Für MP3 oder sowas, Musik reicht. Wenn du aber wieder irgendein Video aufnehmen willst, ist das auch schon wieder ein bisschen. Wir dürfen nicht vergessen, die ganzen heutigen Geräte haben relativ wenig Speicher, eben um auch im Preis mithalten zu können. Ne? Und auf der anderen Seite muss ich Also, ehrlich sagen, ich habe da auch mein Handy, ich könnte da auch Speicherkarten reinstecken. Ich brauche es nicht, ja. Ich komme mit den Speicher wunderbar aus, was ich habe, und das reicht mir. Ja. wenn man tippweise einmal eingibt beim Geizhals, ja, Ja. also das Das ist schaue meine ich immer, ja. Hardware-Suchmaschine, ja, Ja. und ich gehe auf die Speicherkarten und sage Glas 10, ja, dann ist der billigste der 32 Gigabyte. PCO-Computer mit einer 4 GB-Karten mit 4,36, ja. Ja, da wer ist das? Der PC-Computer oder was? Der PCO-Computer, Ah, ja, okay, der gut. ist Ja, man muss halt immer aufpassen, bitte. Inverse daheim, ja. Also kann ich nicht kennen, ist man ein bisschen zu weit weg. Man muss halt auch ein bisschen immer aufpassen, man kann auch beim Geizhals, auch wieder ein gutes Produkt zum Nachschauen. Aber einstellen, erstens, ob lagernd oder nicht. Weil man dort egal steht, heißt, die kommt egal, irgendwann einmal. Genau, Ja? ja. Oder auch nicht. Ja? Dann gibt es ja noch den kurzfristigen Lieferbar. Also da muss ich ehrlich sagen, jetzt haben wir bei den Geschenktipps ja schon gelandet. Ich wollte eigentlich nur eigene Geschenktipps. Da muss ich mich entsprechend attestieren. Ich bin so ein Weihnachtsmann. Na bitte. Sollte mein Nein, ich habe ja extra, ich habe Bordbogen. ja extra, ich habe ja mich ja extra stehen lassen zum Ach so, Leidwesen dann meiner Frau schreib Fürst. dazu, das ist ein Bad, ja. Ja, schreibt dazu, das ist ein Bart. Guck mal zu einem Bartwuchs bei meiner Frau. Die reden mir ja mit den Rasierern auch schon seit 3 Tagen. Ja, dann. Gut, das ist ein Thema, das sollte man anders mal behandeln oder nur Richtig. mehr dazu schreiben. Jetzt kommt das, die Adultstunde, Genau, richtig, ja. Ja, ich habe einmal so ein paar gehabt mit du, als ich sie kennengelernt habe. Das war das Erste, was gefallen ist. Ne? Aber bitte. Wurscht. Jedenfalls, also da sollte man auf jeden Fall dann eben anschauen, aufpassen mit den Speicherkarten. Und ja. Und eben beim Geizhals immer schön einstellen. Man kann dann auch, wenn man sich auf die einzelnen Speicherkarten schon mal draufklicken traut, was viele sich auch nicht trauen, dann bleiben die immer in der Liste. Dort gibt es ja dann das einzelne Produkt zum Anklicken. Kommt Also man dann ja. bei Kommt ja dann. 32 Gigabyte Glas 10 Ja. Intenso Micro SDHC, ja. Ja. Beim Alternate ab 1729 nur Alternate Wismar, dann kommt die Versandhandel. Nachnahmegebühr und der Versand noch dazu, Nachnahmegebühr, ja. Paketgebühr, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und das war's schon wieder. Und genau das habe ich mir auch gemacht und vorhin wollte ich ja die Karte haben. Also nicht irgendwann, sondern jetzt, heute, morgen. Ja, war ich heute hinfahre. Und Ja, Alternet gibt es leider nicht mehr. Das letzte, was richtig, er gehabt richtig. hat, Alternet hat sich ja von uns auch auf der verabschiedet. Triesterstraße, das war ja die letzte Destination, die hat er ja Richtig. zugemacht. Ja, genau. Hat sich ja von uns auch verabschiedet und macht nur noch Postversandhandel, weil das eh billiger ist, weil man halt kein Ladengeschäft mehr braucht, nicht? Keine Und Angestellten, keine nichts, ne? Das Mieter, weil geht alles von alleine. das geht mit ein paar Leuten im Büro und 5 Lagerhacker, die Kommissionierungen machen und das Paket anpicken und wegschicken, nicht? Und ja, das ist also wichtig, aber dort, was ich noch dazu sagen wollte, bevor ich wieder mal rüde unterbrochen worden bin, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, abzuholen in der Nähe von. Und da kann man zum Beispiel auch seinen Standort übers Internet erfahren lassen. Da sagt er, aufgrund deiner IP-Adresse rechnet er dann aus, wo du ungefähr bist. Und da kannst du einstellen, Umkreis von 2 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Das wird dann entsprechend auch gelistet bei allen was dieses Produkt, nach dem man sich interessiert, haben. Egal, ob jetzt der lagert, nicht lagert oder in 4 Tagen verfügbar, ist bei den einzelnen Produkten möglich. Das ist auch nur ein Tipp, weil viele Leute sagen, da weiß ich ja nicht, ob der das lagert hat und so. Es ist alles möglich bei den Geizern. Das muss man schon sagen. Es ist wirklich jetzt alles möglich schon. Man braucht nicht einmal mehr eingeben, ich habe früher eingeben 1020, ne? Im Umkreis vom 1020. Jetzt sagt er,
Die wollen ihren Standard abfragen, dürfen sie das? Sagt der Brauser, dann sage ich, ja, okay, dürfen sie. Dann weißt du ja, dass ich im zweiten Bezirk bin. Und dann sagt, naja, da und dort und unten schreibt er dann dazu, Entfernung von dir, 40 Kilometer, 10 Kilometer, 2 Kilometer. Nicht? Also muss ich schon sagen, ist gar nicht so schlecht. Weil Ja. was habe ich davon, wenn das irgendwo am Arsch der Welt verfügbar und lagert ist, ja? Und ich muss dann aber, was weiß ich, für 3 €, 4,40 € verfahren. Nicht? Dann bleibe ich gleich da, wenn ich Aber sage. da gebe ich gleich ein Wien, verstehst du? Ja. Ja. Und dann habe ich wenigstens den E-Tech im 15. auch noch dabei. Ja. Ja, du kannst, ja, E-Tech gibt es im 15. Ja, gibt Lugner es City. die Firma E-Tech. e-tech.at oder so Ja, ähnlich, ist in der Lugner unter City anderem wahrscheinlich, auch. nicht? Ja. Wahrscheinlich Aber der es ist Lugner City. egal, der billigste würde dann kommen, eben bei mir in der Nähe schon auf 22,85. Also Waratahofer vielleicht gar nicht so abwegig zum Nachschauen. Ne. Ja, richtig, ich sage ja. Es ist momentan nicht Wobei, das. ich denke mal, ich glaube nicht, dass das Glas 10 sein wird beim Hofer. Es könnte auch ein Was bietet er da an? Ein Glas 6 sein zum Beispiel. Ne? Ja, die reicht für viele Sachen, wo man sagt, man braucht kein HD oder sowas auch. Also, das muss ich ehrlich sagen. Und ein Glas 6 würde 21 Euro kosten. Ja, also ist eigentlich nicht viel auf. Ja, Mehr also wenn ich auf. da 1 € dazu zahle oder 1,50 €, dann bleibe ich gleich bei der Klasse 10. Das Ja, muss ich das schon ist schon sagen. klar. Ja. Ja, weil da muss man schon. Bei NRE verkauft zum 18,90 Bitchin als Glas 4, ja. Ja, gut. Und wenn da jeder Aber das. gut, der NRE ist das letzte Kellerlokal in Wien, ne? Naja, das muss ich ehrlich sagen, ist ja nicht weit von dir weg. Also nicht weit, Von vielleicht. mir ist nicht weit weg, also das wäre für mich sogar ein Spaziergang St. Krücken, ne? Naja, St. Krücken, bis oben nach Warum? Untersand fährt. Ja, Naja. gut, wurscht. Schau, wenn ich von mir gehe zur U-Bahn, Ja, hintere okay. oder viere gleich nach Obersankt Veit, das ist derselbe Weg, ja. Ja, richtig, aber Obersankt Veit ist eine Station weiter weg. Du musst nach Ja, es Untersand macht fahren. nichts, aber dort steige ich dann in die U-Bahn, sage ich, war eine Station weiter und steige beim NRE aus, ne? Wunderbar. Gut, ich sage einmal eins, es sind wieder wichtige Sachen zum Erledigen. Wir werden uns jetzt einmal in eine kurze Pause zurückziehen, weil wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Und Wahnsinn, du. kommen in gleich im Bilde mit unserem Teil 2 wieder. Gut, Okay, tschüss tschüss, seid's Sitter. dann.